Ja, Leute, heute haben wir was ganz Besonderes. Und zwar, ich habe ein kleines Battle mit Schlomo AW gemacht. Bedeutet also, wir haben eine Challenge gegeneinander gemacht. Heute geht es um das gute Bingo. Wir haben ein Bingo aufgestellt und müssen eben Sachen erfüllen und können dann ein Feld ankreuzen. Wenn wir ein Feld angekreuzt haben, sind wir ein Stückchen näher vom Bingo. Wer am Ende ein Bingo hat, gewinnt. Falls nicht, dann gucken wir uns am Ende der Zeit an, wer am meisten Felder abgekreuzt hat. Wir haben ungefähr 3 Stunden gespielt. Bedeutet also eben Deckbau bis zum Ende eben 3 Stunden. Und wichtige Information natürlich hier, wir haben neue Accounts genommen, weil so ist es ein bisschen, ja, zufälliger, was wir eben hier kriegen, weil wir eben nicht einfach ein passendes Deck bauen können, damit ganz einfach die Missionen abkreuzen können. Nein, wir spielen einen neuen Account, müssen also auch zu Beginn gleich die Strategie entwickeln, wie wir überhaupt starten wollen, welches Deck wir bauen wollen, was wir craften wollen, wie viele Duelle wir machen wollen und so weiter und so fort. Ihr merkt, die Challenge hat es auf jeden Fall in sich und mal sehen, wer am Ende gewonnen hat. Jetzt kommt natürlich hier der Zusammenschnitt von dem ganzen Event, denn das Ganze war ein Streaming-Event, bedeutet, das Ganze wurde auf Twitch und auf YouTube gestreamt, aber jetzt gibt es eben hier das Beste auf, beziehungsweise eben der Zusammenschnitt und wer am Ende gewonnen hat. Ihr könnt jetzt ja mal in die Kommentare schreiben, wer hat gewonnen? Ich oder Schlomo? Und zwar, die Aufgaben sind... Tada! Das sind die ganzen Aufgaben. Hört ihr das? Hört ihr das? Hört ihr das? Das riecht nach Sieg. Ja, Leute, denn wir machen das Ganze natürlich gegen den guten Schlomo und was besser alleine. Richtig, das Ganze zu zweit zu machen. Und ich würde sagen, wir können schon starten. Also ich rufe ihn einfach mal random an. Ich weiß nicht, ob er schon ready ist. Ich rufe ihn einfach mal an. Yo, was geht ab? Da ist er doch da. Hallihallo. Er schreit mich an. Womit habe ich das verdient? Ich glaube, das wird hier heute noch öfter passieren. Ja, wie gesagt, die Follower-Kampagne machen wir nicht. Das ist halt ausgeschlossen hier. Wäre natürlich super, ja, entspannt. Aber Sword Soul trotzdem ein sehr stabiles, auch relativ Budget-Deck, glaube ich, ne? Yes. Also nur Moje ist eine UR. Ist voll gut. Und Protoss. Ja, und Grandmaster. Ja, bist du bereit? Ja. Okay, 3, 2, 1, go! Oh, und ich starte direkt. Ich starte direkt rein. Zack, zack, zack. Keine Zeit verschwenden. Oh mein Gott. Vielen, vielen Dank für die Subs. Ich muss jetzt hier Gas geben. Oh Gott, das Spiel erklärt uns. Let's go. Wie? Du bist schon im Duell oder was? So. Ich bin schon im Duell, Digga. Und da kommen die 10 Gift. Was? Holy shit. Vielen Dank für die Subs von Spektral Nilpferd. Oh. 10 Community Gift Subs. Nilpferd, du musst nicht mein Ball. du übertreibst. Achso, der ist bei dir, Gönner, sonst. Ja, übertreib. Okay, vielen Dank. Warte. Spektral Nilpferd. Guck mal, jetzt bin ich schon komplett außen vor, was ich hier machen wollte. So. Los geht's. Kaufen. So. Leute, das ist nämlich der Masterplan. Öffnest du schon Packs? Nein, Digga, ich bin im Duell drin. Was? Okay. Das Ding ist nämlich, dieses Starterdeck, wir kriegen schon, ja, unerwarteter Die. Badum. Was? Mirror Match. Schon erledigt. Was? Damn, Baby. Ja, Mann. Ich hab noch nicht Mirror Match schon erledigt. Diggi, ich bin... Er spielt dasselbe Deck wie ich, das Starter-Deck. Wo ist Mirror Match, Bros? Da, Mirror Match. Wir haben schon ein Feld. Hä, warte. Ich bin noch ein Deckbau. Du bist viel zu schnell für mich. Du bist viel mehr aus diesen Challenges. Das ist unfair. Junge. Deck kopieren. Man nennt mich auch Challenge AW. Ja. Da kommt der Wookie. So, dann seht ihr schon das erste blaue Feld. Das ist meins. Leute, ich habe gar keine Chance. Was soll ich denn dagegen machen? Warte, wir müssen jetzt unser Bingo im Auge behalten. Ne? Das ist ja so Teil des Spiels hier. Was machen wir denn hier? Er fängt an mit schwarzes Loch. Ich mach Monster Set Pass. Er fängt an mit schwarzes Loch. Warum hast du eigentlich, du frisst Regigi, das oder Storm, kein schwarzes Loch darauf geschrieben? Ist halt so. Ah. Du hast dich nicht beschwert, also habe ich es nicht geändert. Ja, wir können auch gleich aufgeben, warte mal. Ist das FTK, wenn er mich jetzt einfach platt macht? Nee, ein FTK ist ja sowas wie Exodia oder, das ist ja dann OTK. Schade, dass es nicht mehrere Starter, also Mirror-Match-Felder gibt. Dann hätte ich hier schon 2. Warte, das ist Starter-Deck. Er hat surrendered, das sind 2!
er spielt Starter-Deck und Gegner surrendert. Ich bin einfach der bessere Spieler. Ach, stimmt, mein Gegner hat auch als Starter-Deck gezählt, ne? Ja, natürlich. Der hat ja auch das Starter-Deck gespielt. Ja. Hätte ich dir mal nicht geholfen. Ich weiß auch noch nicht, was für ein Deck. Aber du kannst noch nicht großartig ein Deck dabei haben, oder? Hast du schon ein Deck, richtig? Ja, habe ich. Was denn? Blue Eyes? Merrimatch, let's go! Ein Blue Eyes Andy, okay. Ja, stabil. Ich dachte mir, ich kaufe sofort Starterdeck Blue Eyes und gehe rein, weil Low Ranked spielt immer irgendwer Blue Eyes. So, mein Deck, jetzt werde ich es revealen. Ich werde mir bauen Magispenst. Oh, hatte ich auch im Auge. Guck mal auf dein Bingo. Noch sehe ich nix. Oh, unten links, was ist das? Dreier Winning Streak. Drei Win Streak. Ja, okay, gut, das kriegen wir ja auch noch hin. Ja, safe. Also, es ist nicht so, dass es jetzt voll schwer ist. So, Leute. Nee. Ich glaube, wir haben alles, was wir mit Blue Eyes erreichen wollen, schon erreicht. So, Leute, unser Schicksal ist entschieden. Ich habe ein Secret Pack freigeschaltet und jetzt haben wir die Deck Choice festgelegt. Oh, ein Super Rare. Okay. For free. Super Rare for free nehmen wir mit. Ja, bitte kein Super Rare. Ja, wir haben Scam Pack. Wir haben Scam Pack. Pack 7 noch keine Ultra Rare. Oh. Beim 10er Patzen. Nein. Das tust du mir nicht an. Aber erstmal tue ich dir was an. Leuchtet gelb, aber keine Super Rare. Oh, das hatte ich gerade auch. Hat gerade gelb geleuchtet. Oh. Let's go. Zack. Oh, kriegen wir in einem Opening beide Scam Packs? Oh, eine Ultra Rare. Pack 9 von 10. Hey, warte, wir können jetzt skippen die Packs, oder? Wir brauchen nur keine UR. Wenn du das fertig hast? Ja, ich habe Super Rare, habe ich jetzt. Und dann brauche ich ja nur noch UR. Und UR kann ich sicher am Ende. Ja. Ja, sehe ich doch richtig, oder? Ja. Dann können wir skippen jetzt ab sofort. Also du kannst gerne skippen, ja? Hä, warum du nicht? Warte mal, lieber. Ja! Was? 10er Pack! Keine UR drinne. So sehr habe ich mich noch nie darüber gefreut. Let's go. Oh Gott, spielen wir Nibiru. Ja, wir wollen ja Nibiru werden, voll gut. und zwar folgende Frage. Voll reinspielen. Nein, gib nicht auf. Okay, Turn 10. Die Hälfte vom 20-Plus-Turn-Grind-Game haben wir durch. Das ist doch super. Gib nicht auf. Bitte lass mich spielen. Blärt, ey, wirklich. Back-to-back, 5 Spells und Traps gezogen. Wo sind die Monster? What the hell? Sind 30 in meinem Deck drinne? Hä? What? Leute, da ist es. Gib nicht auf. Fast. Wir sind Turn 12. Gib nicht auf. Boah, ich glaube, mein Gegner hat so 4 Exodia Pieces. Okay, da ist ein Monster. Ja, gewonnen, Leute. Und nächstes Bingo-Feld! So, ich kann sie gar nicht. Ja gut, wir chillen, I guess. So, wir müssen irgendwie auf Chainlink 6 kommen, ne? So, wir spielen jetzt voll in Nibiru rein, weil wenn er jetzt Nibiru macht, haben wir eine Quest voll. Und wenn nicht, haben wir gewonnen. Also ist das Win-Win für uns. Wir können nur gewinnen in dieser Situation. Das Maxé-Bingo-Feld ist nicht einfach, wenn wir Maxé werden, sondern wenn unser Gegner ein volles Board baut plus uns Maxé. Ja, sonst habe ich jetzt quasi gewonnen. Also eigentlich... Achso, doch, ich habe Protektor. Let's go. Ich habe ja die hier noch set. Oh, das war voll dumm. Fällt mir drauf, ich hatte die ja schon in der Hand. Ja, shit. Ist es spät. Bieberbob. Ja, du willst doch Nibiru. Komm, hab ihn. Ja. Alright, damit haben wir die Dreier-Winstreak voll gemacht. Ja, das ist schlecht für mich. Let's go. Oh, ey, ich hab fast... Ja, ich weiß. Ich muss nur noch FDK'd werden. Ja, ich muss nur noch FDK'd werden, Chat. Ja, ich weiß, leider. Dann ist die Challenge hier doch schneller vorbei, als ich dachte. Naja, leider. Warum haben die alle Rescue Rabbit? Das ist so nervig. Die können doch ruhig mal auch hier so eine Dartscheibe oder so haben. Das bin ich denen auch nicht böse. Ey, das sehe ich genau so. Ey, wir spielen jetzt so hart in die Biro. Also er würde jetzt easy gewinnen, wenn er jetzt eine Biro hat. Also von daher wünsche ich ihm das so sehr, dass er eine Biro hat. Komm, hab eine Biro. Witzigerweise habe ich eine Biro. Das ist viel lustiger.
Wo ist das Feld mit erreiche Gold, das da oben? Ja, die restlichen Felder sind so. Da haben wir noch gar nichts. Ja, aber das kann natürlich das Hasenpad. Alle das Hasenpad. Ja, halt wirklich, ne? Also wir ja auch. Aber ich sag mal so, wir auch. Wollte ich sagen, wir auch, aber. Bro, okay. Digga, Imperm und schwarze Ziege auf der Hand. Okay. Okay, dann nimm mal mit, wie man so schön sagt. Unser Gegner wird weggeflext. Unser Gegner wird weggeflext. Der hat hier gar nichts zu lachen. Komm mal lieber, das ist doch so das harte Nibiru-Geschenk. Hier, komm. Das ist so hart, das Nibiru-Geschenk. Jetzt Nibiru würde dir einfach Game Instant geben. Ja, nee, du kannst ja sogar warten. Ich kann ja noch den rufen. So, komm jetzt hier, Nibiru. Wird dir so helfen. Mistake hat einige One-Card-Kombos. Cool. Burn, burn, burn. Da. Unbelievable. Ich weiß ja, nicht, das sind die typischen. Weißt du, was mein Gegner gemacht hat? Er hat 3 Blackwing Spezial beschworen und dann links am Dekodiersprecher. Okay, auch stabile Nummer, ja. Kann man sich gönnen. Oh, Genius. Ich liebe meinen Gegner. Was hat mein Gegner, dass er die ganze Zeit respawnen kann, der Lümmel? Ja, das kenne ich. Das ist absolut nervig. Dieser Lümmel. Lümmel. Boah, bitte spiel Nibiru. Ich spiele so oft in Nibiru rein. Ich meine, das Swatzel tut das ja auch sehr gut. Da kannst du auch einfach mal praktisch den Nibiru ballern, du. Da habe ich auch gar kein Problem mit. Hä? Haha, im Spiel. Ach so. Ah, shit. Ich habe einfach Mirror Force gezogen. Beste Karte meines Decks. Come on. Einfach mal so ein Dude mit einem Inline-Skate-Pad oder. Mann. Leute, da ist es. Die Seconds, mit Absicht. Wir sind auch komm, Gold. Der FTK. Halbe Stunde haben wir noch Zeit, um den FTK zu finden. Wir spielen derweil wieder im Nibiru, damit der Gegner auch hier wieder richtig geil ist. Digga, passt er jetzt? Wie können alle meine Gegner that bad sein? Ich lass die gewinnen und die ergibt auf! Hä, wie, was? Ich kann das nicht mehr. Du hast doch gar nichts gemacht, oder? Nee, er hat einen Ragnar Reiker genormelt oder gescoopt. Hä, das ist doch voll Combo. Die hat den Wächter. Ich kenne mich mit dem Deck nicht aus. I don't know. Was ich so kenne mich nicht aus. Der Blick hat gereicht, ja. Pot of Greed Pad, no. No! Ja, das ist richtig schlimm. Seconds. Das passiert, also ich kriege auch nicht. Ey, das Ding ist, vielleicht denken die, weil ich lasse die jetzt gerade alle Second gehen, also ich lasse die gerade alle Tempo First spielst, gehen, ja. Dass ich Tempai spiele. Und wenn die sehen, okay, shit, mein Board besiegt Tenpai nicht, dann scoopen die. Ja, ich sag doch, die Mindgames sind real. So musst du ihn verspielen. Die Mindgames. Alright, dann scoopen. Dann gehen wir jetzt so lange Second. Ich wollte es nicht. Ja, in der Response, Summon 1, das ist Nibiru, oder? Summon 1, Summon 2, Summon 3, Summon 4. Ne, warte. 1, ich geh kurz 2, pissen. 3, 4, das ist 5, oder? Oder nee, bei. Nee, Mann, das Tierlimit, da geh ich nicht pissen. Da, ich scoop back. Der spielt nicht in Imperm rein und das ist auch sonst kein Bingo-Feld, das ist Waste Time. Nibiru, komm. Weil wenn ich ge-FTK'd werde oder so, dann kann ich in der Zeit auch auf die Skibidi gehen. Das wäre okay. Nein, er gibt mir nicht Nibiru. Ich hasse mein Leben. Das ist so schlimm. Ey, komm, ist doch lächerlich. Ja, ich krieg nie Nibiru. Richtig mad bin ich. Jemand hat 10.000 Gems auf deinen Win gesetzt. Ja, sieht schlecht aus, würde ich sagen. Ja, 5 Minuten kann noch viel passieren. Das Problem ist, dass meine Gegner nicht spielt. Du! Ich habe genau dasselbe Problem. Vorher hat er eine Ash. Digga. Zangarn-Pad. Digga. Come on. Mach. Oh. 5 Minuten, das ist kritisch. Ich spiel Tempai. Ich krieg Tempai-Punkt. Shit. Oh mein Gott, here we go, here we go, here we go, 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 go. Letzte Aktion. Ich habe ein Bundle geöffnet. Ich hatte 0 Ultra-Points zur Sicht und habe einfach 3 dann random gezogen. Und, ja, scheiße. Ja, das war's dann. Mein Gegner. Ja, jetzt bei mir auch 23. Ja, ne? Alright.
Dann scoop ich jetzt das Game weg. Und ja, wir gehen rein. Bei mir ist ja das letzte Game, was lädt, aber es ändert halt nichts. Alright. Alright, Auswertungstime. Außer er spielt jetzt einen FTK. Nein. Hä, warte. Oh Mann. Nein. So. Hä, was ist das? Hä, ich check's grad nicht. So, ich geh ganz kurz auf die Skibidi. Hä? Hä, was macht mein Gegner? Lol, das wäre das 20-Turn-Duell. Ja, das war's, Leute. Was wollen wir sagen, ey? Aber alright, ist ja nicht schlimm. Auszähl, oder hast du schon gezählt? Ja, du hast einen mehr. Ich hab einen. Okay, das war close. Weißt du, was lustig ist? Ich hab ja in der letzten 3 Minuten gegen Tempai gespielt. Und er hat einfach kein Raigeki Duster oder Storm gezogen. Ach ja, am Ende war es doch so knapp. Aber was will man machen? Am Ende, ey, ist es sehr zufällig. Die Gegner können sehr beeinflussen, was eben abgekreuzt wird oder nicht. Ich muss aber sagen, es ging hier um eine Sache und um Spaß. Und den Spaß, den hatte ich wirklich. Es war wirklich ein Auf und Ab der Gefühle. Und sowas mag ich immer. Ich mag Projekte, wo beide sich ein bisschen sticheln, aber wo eben jeder die Chance hat und wo es dann knapp wird. Und das mag ich eben auch. Und hier war das Ganze auch. Ich hoffe natürlich, das Ganze hat euch gefallen. Wie gesagt, wichtig, bei neuen Projekten und neuen Sachen immer Feedback geben, weil das ist einfach sehr wichtig, um zu wissen, ob ihr das Ganze nochmal sehen wollt oder ob man das Ganze vielleicht nochmal machen kann, vielleicht ein bisschen anders mit ein paar Verbesserungen und ähnliches. Wie gesagt, schreibt einfach unten in die Kommentare und ich würde sagen, das war's von mir und mir bleibt nichts anderes übrig, als zu sagen, ich wünsche euch jetzt einen wunderschönen Tag und natürlich, so wie ich, viel Spaß beim Duellieren.